Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, du meine Fresse, was mache ich denn da? Ich führe genau denselben Bug durch wie die anderen hier auch. Halt, stopp! Jetzt muss ich hier mal was klären. Ich habe mir sagen lassen, dass Star Stable gesagt hat, dass dies nichts mit einem Bug zu tun hat. Star Stable hat... Hallo, hier sind aber viele. Star Stable hat sich geäußert mit den Worten, dass sobald man einen Bereich, wo solche Flaschen bzw. solche Recyclingmaterialien spawnen, diesen Bereich verlässt, dass die dann neu spawnen. Wirklich in dem Moment, wo du diesen Bereich verlässt. Und wenn du wieder reingehst in diesen Bereich, dann sind die schon wieder da. Und Star Stable hat ausdrücklich angekündigt, dass das gewollt ist von diesem Respawn. Dass sobald man den Bereich, den Spawn-Bereich verlässt, dass die sofort wieder respawnen und dass man sofort wieder sammeln darf. Dementsprechend dürfen wir das machen. Hat Star Stable ausdrücklich hiermit erklärt. Von wann diese Erklärung ist, kann ich euch nicht sagen. Es ist allerdings schon eine Weile her. Auf jeden Fall ist das definitiv erlaubt. Warum mache ich das Zeug hier überhaupt mit? Das hat einen Grund. Das hat sogar einen wahnsinnig wichtigen Grund, denn ich möchte etwas testen. Man kann ja bei Big Bonnie, bei dem HORSE, auch Rufpunkte fürs Pferd eintauschen, für diese Recyclingmaterialien, und ich möchte etwas testen. Ich habe einen Test vor, und zwar seht ihr ja hier meine Silver Star. Die Silver Star habe ich heute erst angefangen zu leveln und die ist schon Level 9. Ich möchte einfach den Test starten, okay, wie schnell kann ich mit den aktuellen Rennen, die es hier auf Jovik gibt im Jahre 2021 mein Pferd ausleveln und wie schnell bzw. wie viel Zeit brauche ich im Gegenzug das Pferd auszuleveln nur blank mit diesen Flaschen, und dafür muss ich halt so schnell wie möglich diese Flaschen organisieren. Und ich werde das auch jeden Tag machen, und das ist in einer Affengeschwindigkeit, denn ich mache das wirklich, bis ich an die Arbeit muss. An die Arbeit muss ich eigentlich gleich, weil ich habe Nachtschicht und es ist schon relativ spät heute am Tag. Deswegen, ich werde das auch bis nachher knallhart durchziehen, weil ich möchte, ich nehme diesen Test für mich selber wirklich ernst. Ich möchte das wirklich wissen. Ich werde auch für die Flaschen, für die gesammelten, definitiv nicht Silberstar verwenden. Dafür sind jetzt wirklich die Rennen da, die es derzeit auf Jovik gibt. Und das nächste Pferd wird dann blank ausgelevelt von diesen Flaschen, von diesen Recyclingmaterialien. Wie gesagt, das ist kein Bug und ich nutze dementsprechend auch keinen Bug aus, wenn es kein Bug ist. Ich möchte das einfach nur testen. Ich möchte das wirklich testen. Ich möchte wissen, okay, mit welcher Methode kann man das Pferd am schnellsten ausleveln. Das ist auch kein Witz. Ich meine das wirklich ernst. Ich mache das so und ich ziehe das auch durch. Kann mir einer sagen, was er möchte, ist mir scheißegal. Für all diejenigen, denen das gefällt, was ich hier gerade probiere, die können mir gerne weiter folgen. Es folgen wahrscheinlich noch weitere Videos. Ich weiß es noch nicht, inwieweit ich das hinausziehen werde. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch ungefähr ein Stündchen Flaschen sammeln. Keine Ahnung, vielleicht habe ich dann in der Zeit schon für ein ganzes Pferd die Recyclingmaterialien voll. Ich weiß es noch nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ich als Ergebnis rauskriegen werde.
wie viele Flaschen ich jetzt in diesen, wann habe ich angefangen, von einer halben Stunde, also wie viele Flaschen ich in anderthalb Stunden hier sammeln kann. Oder ist noch eins gespawnt? Eine Flasche in einer Flasche gespawnt, ja genau. Oh, drei Flaschen in einer Flasche. Ja. Das ist ja mal ein Fund. Und auf jeden Fall, ich möchte das wirklich gerne wissen. Ich will wissen, okay, wie lange brauche ich für die Rennen und wie lange brauche ich für die Flaschen, um ein Pferd vollständig auszuleveln. Ich werde das auch definitiv weitermachen, kann mir einer sagen, was er möchte, und ihr könnt mir auch gerne ins Gesicht klatschen, und das ist ein Bug und keine Ahnung und das darfst du nicht. Ach, bitteschön, sagt doch, was ihr wollt. Ist mir egal. Ich werde das trotzdem ausprobieren, weil ich möchte wirklich, es ist kein Witz, ich möchte es wissen. Und somit mache ich noch ein Stündchen weiter. Dann nehme ich euch jetzt aber nicht mit, weil es würde euch zu viel Zeit rauben und mir auch. Aber ich glaube eher euch zu viel Zeit rauben anstatt mir. Und aufgrund dessen würde ich jetzt ganz einfach sagen, bedanke ich mich schon mal vorläufig bei euch fürs Zuschauen. Die jetzt schimpfen, naja, mein Gott, dann schimpft halt ein bisschen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss.